Cleared for take-off, zu Deutsch Freigabe zum Start. Letzte Vorbereitungen zum Abheben nach Hamburg, London oder Übersee. Die Zeremonie ist bei jedem Check gleich. Jeder Flugbewegung geht eine Funktionsprobe der Maschine voraus. Alles dient der Sicherheit. Alltagssituation einer Flugzeugbesatzung. Während die Passagiere hoch über den Wolken das Erlebnis des Fliegens genießen, handhabt die Crew im Cockpit sachlich und nüchtern einen hochmodernen technischen Apparat. Beäugt Dutzende von Instrumenten mit Argusaugen, um jeden möglichen Fehler schon im Ansatz zu erkennen. Horizontalanzeiger und Radar, ständig in Verbindung mit der sie leitenden Bodenkontrolle, weisen der Maschine den sicheren Weg zum Zielort. Piloten im Jet-Zeitalter sind keine Abenteurer und Romantiker, sondern zuverlässige, reaktionsschnelle Techniker. Allerdings auch keine Roboter. Piloten lernen nie aus. Sie müssen sich regelmäßigen Tests unterziehen in eigens dafür vorgesehenen Simulatoren, naturgetreuen Cockpit-Nachbildungen der bekanntesten Flugzeugtypen. Das Training findet gewissermaßen im Saale statt, in Horsham, nahe dem Londoner Flughafen Gatwick. Und das zweimal im Jahr. Flugkapitän ist man nur für 6 Monate. Dann heißt es zurück auf die Schulbank ins Examen. Flugbewegungen von Start und Landungen, Kurven, Steig- und Sinkflüge können genau wie im richtigen Flugzeug simuliert werden. Das Training dauert 2 Tage, wobei sich Praxis und Theorie ständig abwechseln. Während des Unterrichts wird das technische Herzstück der Boeing, die Elektronik, genauestens analysiert. Jeder Knopf, jede Leitung und jeder Draht und die dazugehörigen Funktionen werden verdeutlicht. Je mehr der Pilot eins wird mit der Maschine, je fachgerechter er ihr seinen Willen aufzwingen kann und ihre Reaktionen abzuschätzen vermag, umso müheloser wird er widrige Umstände meistern, wenn es erforderlich werden sollte. Höhepunkt und Abschluss des Trainings ist ein Test, bei dem die Besatzung nach erfolgreicher Prüfung ihre Lizenz wiedererlangt. Die Piloten fühlen sich im Simulator schnell wie im Original zu Hause. Wie im richtigen Flugzeug durchqueren sie bockige Turbulenzfelder, vernehmen ihre Ohren Triebwerk und Luftgeräusche. Sie bedienen die automatische Steuerung, das Trimruder und beobachten die Horizontalskala. Der Flugsimulator ist vielseitig und kostensparend. Während die flugfertige Boeing 4.000 Mark je Betriebsstunde kostet, brauchen für den Einsatz des Simulators nur 400 Mark aufgebracht zu werden. Die gesamte Anlage hat einen Wert von 4 Millionen Mark, die sich aber längst amortisiert haben. Dieses Gerät kann 90 kritische Situationen simulieren, zentral gesteuert über einen mit 30.000 Kabelsträngen verbundenen Computer. Der Prüfling wird dem geballten Schrecken ausgesetzt, über den diese hochmoderne technische Apparatur verfügt. Zum Beispiel, kaum ist die Maschine gestartet, fällt ein Triebwerk aus. Feuer ist ausgebrochen. Und in Sekundenschnelle meistert die Crew die Gefahrensituation, bewahrt kühles Blut. Jeder Handgriff sitzt, niemand gerät in Panik. Ein paar Hebel werden gezogen, dann setzt der Pilot seinen Weg fort, als sei nichts geschehen. In der Gewissheit, dass auch ein zweites Triebwerk ausfallen könnte, ohne dass die Maschine gefährdet wäre. Bei all diesen Manövern steht die Besatzung in ständigem Kontakt mit der Bodenkontrollstation, die auch für den richtigen Kurs sorgt. Nach dem Test sind die Piloten fit für ein weiteres halbes Jahr Dienst im Cockpit. Und die Sicherheit fliegt mit.